Hallo! Hallo! Willkommen zu der Let's Play. Von Araganami. Wir spielen das beide zum ersten Mal. Let's Play 1. Was geht denn hier? Was? Wir können uns gar nicht bewegen. Wir sind festgekettet worden. Du Dämon. Also falls euch fragt, ich bin Chloe und Isaac hat das Spiel noch nie gespielt. Damit wir es klarstellen, er hat die weiblichere Stimme, deswegen liest er die Frau vor. Aragami! Was ist das? Wo bin ich? Aragami! Wer ist da? Komm zu mir! Folge meiner Stimme! Ist jetzt schon hoffentlich, dass meine Eltern mal so reinkommen, sind mir übelst feindlich. Kamehameha! Gell, ich kann Final Flash! Deine Fresse. Oh nein! Das waren Asiaten. Dem eindeutig Dragon Ball nachgemacht. Das könnte ein Porno gewesen sein. Ey! Einer? Kinder. Übrigens, ja. Ich hab den Teufel einfach so schon. Den habe ich im Start. Den hat er Geld ausgegeben für. Ja, Skin gekauft. Eigentlich schaltet man den durch Erfolge frei, aber ich bin zu krass. Den hast du freiwillig. Das bin ich. Richtig. Das sieht dir ziemlich zum Verwechseln ähnlich, die Frau. Yamiko! Das kann ich nicht hochladen. Es hat geklappt. Das Ritual hat funktioniert. Warum? Ein echter Aragami. Ich habe es geschafft. So, du kannst jetzt skippen. Mein Name ist Yamiko. Ich habe dich gerufen. Wie heißt du? Wie fühlst du dich? Scheinbar ist ein Aragami wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Aragami. Acting. Entschuldige, bin ich zu schnell? Du bist ein Aragami, ein rachsüchtiger Geist, beschworen in einem ich kann nicht lesen, beschworen in einem uralten Ritual. Ich war nicht sicher, ob es klappen würde. Rachsüchtig. Ja, ein Clan namens Kaio. Sie haben meine Leute getötet, sie haben unser Land gestohlen. Sie haben alles zerstört. Wir haben den Krieg verloren und sie haben alles dem Erdboden gleich gemacht. Du klingst halt irgendwie so, als würdest du irgendwie aus der ukrainische Scheißkarte von der Straße. Kai hoch! Ich habe den Angriff nur knapp überlebt. Wo ist mein Gast? Sie haben mich weit weg im Tempel der Stadt gefangen. Was hast du? Was du von mir siehst, ist nur ein Abbild. Ich weiß nicht, wie lange sie mich festhalten oder ob sie mich leben lassen werden. Du bist meine einzige Hoffnung, Aragami. Gut, was soll ich tun? Also wirst du eine Waffe nicht weit kommen. Folge mir. Ich könnte Synchronsprecher werden. Wirst du auch. So. Mit Shift rennst du? Warte, lass mich doch hier. Das Tor ist erschlossen. Wie kommst du hindurch? Warte, ich weiß. Oh mein Gott. Schattensprung. Ziel auf einen anderen Schatten in der Umgebung und drücke Right-Button. Ah ja. Um in den Schatten zu springen. Die Runen auf deinem Umhang zeigen den aktuellen Zustand deiner Schattenessenz. Wenn du nur wenig Essenz auf dem hast, kannst du keinen Schattensprung auswählen. Ja, das ist sehen. Also, ich bin wirklich neu mit Right-Button, gell? Aber wo sehe ich hier Schatten? Drück mal rechts gedrückt halten, ja? Ja. Dann siehst du so einen blauen Kreis, wenn du auf in Schatten guckst. Ah, da geht es nicht. Wie cool ist das denn? Das Spiel ist voll scheiße. Und, ich finde es übel scheiße. Übrigens aus dem Rücken deine Male zeigen an, wie viel Energie du hast. Und ja, habe ich schon gesehen. Ja, genau. Und wenn du durch Licht läufst, dann wird das ziemlich schnell weg. Was passiert, wenn ich da zu lange drin bleibe? Dann geht das weg. Was passiert dann? Und du bist halt sichtbar. Es gibt später Kampflichter sozusagen. Okay. Du benötigst Schattenessenz, um deine Fähigkeit zu benutzen. Intensive Lichtquellen ziehen dir Energie ab. Du kannst sie auffüllen, indem du im Schatten bleibst. Okay. Arigato. Es bedeutet, es gibt drei Stufen. Einmal das ganz Schattige. Das kannst du mit Linksklick auch malen. Nein, spoiler mich nicht, ich lerne später. Ja, dann gibt's einmal das Licht und einmal dieses. Ah, du sollst leise sein. Das hier.
Denkst du, dass deine Kräfte uns hier helfen? Toll, was ist damit? Aha. Perfekt. Perfekt, komm hier, das für dich. Ich zeig dir dann auch direkt die ersten Glitches, die ich kenne. Na, okay. Die sind aber erst später, ich kenne wenige. Kruzifix! Oh mein Gott! Naruto! Sasuke! Ja, das könnte halt wirklich. Orochimaru, genau. Orochimaru, natürlich. Ohrenschmalz. Musik bei zwei Federn. Digga, die Musik habe ich sogar auf meiner Musik-App runtergeladen. Alter, das schwebt ja über dem Ding. Achso, nee, das ist ja toll. Jetzt werden die Schlangen wach. Wow. Ein echtes Küchenmesser. Hat der noch nie gesehen. So will ich das nicht unbedingt nennen. Oder? Und ist jetzt auch schwarz. Was? Die Leute aus Afrika. Wie kann ich jetzt angreifen? Komm erstmal mit. So. Okay. So, an Wände kannst du dich auch teleportieren. Krass. So. Pass auf, einer. Achso, warte. Pass auf, das ist einer von denen. Steh still. Armee des Lichts, Kairo. Nein, sind doch dunkel die Bösen. Wie dumm das aussieht. Ja. Man sieht den so übelst. So, jetzt kannst du hinter den laufen. Am besten nicht sprinten, sonst bemerkt er das. Der hat mich getötet. Das hättest du aber auch denken können. Ja, aber ich dachte, ich kann ihn töten, weißt du? Ja, du schleichst dich jetzt von an. Das bedeutet, du kannst entweder. Also, weg. Du kannst entweder Steuerung drücken oder normal rangehen. Der hört dich nicht beim normal. Sorry. Ja, du. Ach, 100. Der darf uns nicht bemerken. Ich komm gleich wieder. Okay. Kasse Aufnahme, gell, Leute? Er macht einen Cut. Heimliches Türken. Space gedrückt. Kann man sich hier irgendwo rausglitschen? Sehe ich durch das Tor, oder? So ist alles nicht dunkel. Dahin. Und dann. Dahin kann man noch. Kann ich Rechtsklick nicht drücken, aber egal. Ich habe keine Energie mehr. Scheiße, jetzt bin ich in die Szene reingelaufen, jetzt muss ich hier nicht stehen bleiben. Na, wie ist das Wetter? Bei uns gerade ziemlich dunkel, weil es ist nachts. Regnet es? Nope, aber es ist wirklich. Wie geht's euch so? Damn.
Stimmt, Rocco hat ja seine Aufnahme laufen lassen wahrscheinlich. Wenn nicht, dann gibt's hier exklusiven Content. Nicht verpassen auf www.ichweinsportwagen.de. Oder BSTO. Ja, okay. Ich bin back. Ich habe in der Zeit die Zuschauer richtig unterhalten. Oh, das sehe ich dann. Es ist gerade ein Sheet, das, was ich dir erklärt habe. Es gibt Schatten, Nichts und Licht. Die Menge des sich umgegebenen Lichts beeinflusst, wie sichtbar du bist. Ach so. So. Warte mal, und hier zum Beispiel, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Hier wirst du aber auch nicht gesehen. Ja. Weil ja gerade keiner ist. Der einzige, da hinten ist einer. Du kannst mit R Leute. Du kannst auf R auf Leute drücken. Auf R, wo ist da ein A da? Geh mal weg, ich. Drück R. Passiert nichts. Ziehst du auf ihn? R. Dann kannst du es noch gar nicht. Mehr. Dann teleportiert dich mal hinter ihn und dann drück Leertaste. Okay, okay. Dreh dich um und drück Leertaste. Mit, damit. Tot! Genau. Da kinderfreundlicher Content. Achtung, da ist noch einer. Ja, der hat dich bemerkt. Den musst du jetzt töten. Von vorne ist niemals eine gute Idee. Ja, aber er kam doch gerade zu und hat uns schon gesehen. Ich glaube, wir machen dann alle töten. Würde ich sagen. Ja, machen wir. Ja, es gibt dann auch noch. Hier, mach du mal. Space töten von oben. Der hat so eine rote im Rand. Nein, du hättest gar nicht runtergehen müssen. Was ist? Du hättest gar nicht runtergehen müssen. Du kannst einfach von hier oben gesehen. Ja, okay. Space. Okay, das sehe ich da. Da ist so eine rote Umrandung zwischen. Achtung, bleib stehen. Sieht er mich, wenn ich einfach vor ihm stehe, in dieser schwarzen Form hier? Sieht er mich hier so? Hier wenn er vor mir stehen würde? Ja, doch, hier ist da würde er ich sehen. Geht er weg. Ah, Fragezeichen gemacht. Das bedeutet erste Stufe. Okay, und dann Ausrufezeichen nichts. Lass mich! Ey, ich wollte ihn töten. Jetzt müssen wir hoch. Haha, das kannst du nicht. Killstealer. Was ist das? Ich verstehe. Mit C lässt sie dein Ziel anzeigen. Oh, aha, okay. Psch, psch. Warte mal, habe ich Klingelglöckchen schon? Ne, habe ich nicht. Okay. Und wenn du an. Rocco, guck mal, es gibt einen Tipp. Wenn du an die Dinge hier zum Beispiel hoch kannst du einfach dran schalten, dann sind da so Pfeile. Also würden die mich sehen von hier oben? Nein, hier oben nicht. Hier sieht dich ja niemand. Wie sollen wir die heimlich töten? Jetzt könnten wir die mit Leertaste Double Kill machen. Aber wie sollte man es alleine schaffen? Ja, das ist easy. Muss halt nur hinkriegen. Hat nicht funktioniert. Ja, du darfst halt nicht so dumm machen. Hä, wie soll man sonst beide töten? Wenn du einen killst, wird man doch erwischt. Dann soll ich es vormachen? Ja, mach mal vor. Würde mich interessieren. Wie soll man den einen killen? Okay. Krass vorgemacht. Ey, warum hat der mich gesehen? Ey, du bist ja wirklich gut in dem Game. Nein, die sind einfach behindert, du musst dich umbringen lassen. Ach man. Okay, warte, was, wenn ich die töte, weil ich so gut bin? Dann bist du behindert und zögerst einfach nur hinaus. Ich bin tot. Wir machen nicht. Also warte mal, jetzt halt mal vor. Also man soll den links wahrscheinlich töten und dann? Dann den rechten. Guck mal, so warte, ich mach's vor. Ich hab zuerst den Rechten gekillt, dann kill ich einfach den Typen hier. Ich bin tot. Warte mal, wie hat man das gemacht ohne Abilities? Ja, ist echt easy, merke ich schon. Lass dich töten, Junge. Zögerst nicht so raus. Ach so, okay. Hallo, warum killt er mich nicht? Natürlich, mein Gott. Junge. Was, wenn ich den jetzt noch kille? Warum haben die Fernangriffe?
Weil die gut sind. Du darfst dich nicht entdecken lassen. Ja, aber du sagst Thema, das ist übelst easy, aber du schaffst es nicht am dritten Try. Ey, was machst du da hinten? Ich töte alle. Aber ich dachte, wir killen jetzt die zwei da. Machen wir auch gleich. Ist hier noch irgendwo einer? Okay, 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 warte. Warte, warte, lass mich das machen, lass mich das machen, das ist mein Job. Nochmal. Okay, nein. Machen wir einfach einen Double Kill. Warte. Naja. Warte, warte, warte. Übrigens, haben die eine Routine-Laufzeit, jedes Double-Paar. Guck, die gehen auseinander. Ach so, soll man den killen. Okay, warte, ja, ich kill den da rechts. Außerdem gibt es später Abilities. Ich kill den, ich kill den. Ja, okay, gut. Tot. Einer. Jetzt killst du den da. Jawohl, okay, wir sind gut. Okay, jetzt können wir da hinten durchrennen. So, du darfst dich. Es darf keine Alarm trüten. Sonst ist man am Arsch. Nee, nee, wir machen so eine Aufgabe an uns selber. Alle töten und keinen Alarm drücken. So bockt's am meisten. Guck, da sind so zwei von drei Achievements. S, ist Rang S das Beste, was es gibt? Ja, nee, SS. Aber das kannst du halt nur erzählen, wenn du es nochmal spielst. Ah, okay. Dann und das ist dann einfach durchlaufen. Aber das machen wir bald. Finde eine Sache an Toten. Findet also. Da sind wir schon im Kapitel 2. Das erste war das Tutorial. Danke fürs Zusehen. Ne, wir machen keine. Ne, wir machen noch 15 Minuten, oder? Machen wir eine halbe Stunde Parts oder wie? Wir sind schon bei 15 Minuten. Ja, machen wir 20? 20 schaffen wir nicht. Ne, 20 Minuten. Wir machen 30 Minuten Parts. Ja, okay, aber wollen wir sogar beenden? Oder 25 Minuten, das war ein Witz. Ach so. Ich dachte, das ist wirklich 15 Minuten Parts. Homo. 25 oder 30 Minuten, ich würde sagen. Dann hast du sofort nur noch Aragami-Videos hoch. Wir spielen jeden Tag eine Folge. Tja, wie lange willst du denn da spielen? Jeden Tag, 5 Jahre. Stell dich halt nicht so an. Oh, eine Katze! Nee, das ist der neunschwänzige Fuchs. Naruto! Nicht unbedingt. Schon wieder. Bong, bong, bong. Yamiko, ich habe etwas gesehen. Ein Traumbild. Ich habe es auch gesehen. Das Ritual muss eine Art Verbindung zwischen uns geschafft haben. Ich habe das Gefühl, das ist nicht unbedingt die Stimme. Okay. Hab ich eine Person, kurz bevor ich dich getroffen hatte. Was bedeutet das? Das kann ich nicht wissen übrigens. Wer weiß, es gibt nicht viele Berichte über das Urteil. Mit dem ich dich beschworen habe. Verbindung abgebrochen. Ah, das ist mir ja noch nie passiert, Alter. Der Hauptkleider hat das Spiel verlassen. Ach so, der Nitter ist abgekackt. Meins? Ja. Es geht weiter, habe ich gedrückt. Kannst du mir jetzt trotzdem joinen, wenn ich weiter drücke? Nee. Du musst nochmal neu starten. Oh. Das Kapitel hat eh nicht angefangen. Professional. Professional. Für euch nochmal zur Einstimmung. Hast du es offen? Warte, nee. Ich hab auch so gesehen. Oh, hier kann wieder fast so Geschichte. Alter, mehr Spieler. Mann, hältst du deinen scheiß Maul? Ich glaube, meine Nachbarn lieben mich. Habe ich das Fenster offen? Nee, zum Glück. Ich kann nicht hosten oder beitreten. Jetzt. Nee. Hä? Der Internet. Es geht einfach nicht. Was? Alles gut mit deinem Internet? Nee, glaub nicht. Nein, also eigentlich schon auf Discord zum Beispiel. Da fehlgeschlagen Verbindungsversuch. Alter. Das liegt eindeutig an Aragami, Mann. Sonst hättest du mich nicht so gut hören. Was ist ein Scheiß-Game? Das ist einfach Kacke. Das war's für heute. Nein. Heute nur ein kurzer Part. Sollen die mir 10-mal zugucken, wie es nicht geht? Start das Spiel. Ja, okay, wir machen hier Ende. 20 Minuten Parts werden's. Okay, aber wir haben noch 1 Minute. Tschüss, meine Rockobin. Nein, wir haben 1 Minute. Jetzt geht. Komm, wir noch schnell Kapitel 2. Nein, wir machen 20 Minuten Parts. Neue Folge. Ungefähr. Okay. Ciao und fickt euch. Bist du vielleicht Spieler Spielkonsole? Ich hab auch. Nein, ich bin Tiny PTG. Ich möchte auch öffentlich machen und bin jetzt öffentlich. Einer.